Die fragt PietSmiet. Freut ihr euch schon auf die Fallout-Amazon-Serie? Ich bin ehrlich, ich höre jetzt gerade das erste Mal von der Amazon-Fallout-Serie. Da war ich nicht genug into the game. Aber ich bin dann einfach mal vorsichtig interessiert und lasse es auf mich zukommen. Wie gesagt, ich habe nichts davon, wenn eine Serie schlecht ist. Und wenn eine Serie so richtig gut ist, habe ich da nur Vorteile davon. Also gibt es keinen Grund, warum ich hoffen sollte, dass sie kacke ist. Ehrlich gesagt erfahre ich gerade von einer Fallout-Amazon-Serie. Wusste nicht, dass es sowas geplant ist. Ja, ich mag Fallout sehr gerne. Kommt drauf an, wer die produziert. Wie die aufbauen wollen, wer da so die Besetzung ist. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nichts darüber. Amazon Fallout Serie. Also, gucken wir mal. Aha, Besetzung, Trailer und so weiter. Wann soll denn das kommen? Kündigte das im Jahr 2020 an? Oh mein Gott, was? Es wird eine Amazon Prime Original Serie, die von Kilter Films produziert wird. Habe ich noch nie gehört. Also, was? Aha. Die Schöpfer Lisa Joy und Jonathan Nolan. Nach eigenen Angaben die Härte des Ödlands einfangen. Ja, das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die das. Das ist von den Machern von HBO. Von Westworld. Aha. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Ich kann mich noch nicht drauf freuen, weil ich bis gerade davon überhaupt noch nichts wusste, bis zur Frage. keine Ahnung. Also, kann halt auch ganz schön cool sein. Also generell sollte man dem einen Try geben, finde ich. Ich habe in Videospielserien nicht unbedingt große Hoffnung oder Vertrauen allgemein. Also ich habe jetzt keinen Hype-Level oder freue mich großartig, sondern mal gucken, wie es wird. Und dann schauen wir mal rein. Ja, höre ich jetzt zum ersten Mal von. Also, jetzt freue ich mich, glaube ich, auch. Ich glaube schon.